Wie schätzen Sie die reale Kriegsgefahr zwischen dem Iran und den USA ein? Die ist auf der einen Seite grenzenlos hoch. Das ist ja das Ergebnis der syrischen Auseinandersetzungen seit 2011. Das heißt, wir haben eine lange Vorbereitungszeit, was jetzt einen Konflikt, der aus dieser syrischen Entwicklung stammt, zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten anbetrifft. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, der ehemalige NATO-Oberbefehlshaber Wesley Clark hat, ich glaube, 2000, 2002 öffentlich gesagt, als er das Pentagon besucht habe, hätte er da festgestellt, dass da 7 Kriege vorbereitet worden sind im Nahen und Mittleren Osten. 6 dieser Kriege sind durchgeführt worden. Und das, was noch aussteht, ist der Krieg der Vereinigten Staaten, Israels, Frankreichs, Großbritanniens, Saudi-Arabiens und einiger Golfstaaten gegen den Iran. Das ist die Situation in Anbetracht einer verantwortungslosen westlichen Politik dem Iran gegenüber. Wenn der Iran sich an seine Verträge, die er abgeschlossen hat, so hält wie auch die internationale Atomenergieorganisation, das feststellt, dann gibt es keinen Grund, den Iran ins Elend zu stürzen und die ganze Region und die Welt dazu. Also vor diesem Hintergrund ist das eine Situation, die schlimmer nicht sein kann. Auf der anderen Seite leben wir, und ich erinnere mich da an die Zeit der deutschen Wiedervereinigung, wir leben in einem immer schneller ablaufenden Film in Anbetracht der vorgenannten geschilderten Ereignisse. Und die Strukturen, mit denen wir es international zu tun haben, die funktionieren nicht mehr. Sie werden auch außer Kraft gesetzt. Es wird darauf ankommen, dass einige Leute auf dem Globus einen Weg zueinander finden und nicht so eingemauert werden, wie das für den amerikanischen Präsidenten Trump in Washington der Fall ist. Und dass diese 5, 6 Leute, mehr sind es nicht, dass die ein Verständnis dafür finden, die Welt nicht in den Untergang zu stürzen. Das ist die Situation, mit der wir es zu tun haben, und der Ausgangspunkt liegt im Westen, das muss man ganz klar sagen. Was erwarten Sie vom Treffen von Wladimir Putin und Angela Merkel? Ich habe, was dieses Treffen anbetrifft, nicht mal eine Art von Grundvertrauen, dass man da besondere Ergebnisse erwarten kann in Anbetracht einer freundschaftlichen Politik, die man seit Jahren zwischen Nachbarn führt. Das ist das Erste, was ich dazu sagen will. Das Zweite ist, die Bundeskanzlerin wird die einzigartige Möglichkeit haben, vielleicht als erste Deutsche aus der Luft sich die große Brücke in der Bucht von Kertsch ansehen zu können. Die Verbindungsbrücke zwischen der Krim und dem russischen Festland, also die größte russische Brücke und die größte Brücke in Europa generell. Sie wird diese Möglichkeit haben. Das ist es schon wert, dass sie dahin fliegt. Das Zweite, was man in dem Zusammenhang sagen muss, sie trifft einen Wahlsieger. Präsident Putin hat überwältigend die Wahl gewonnen, und es ist für eine deutsche Bundeskanzlerin, die ja noch gerade mal ins Amt gekommen ist, wenn man die Wahlergebnisse sieht, vielleicht auch eine nachdenkliche Überlegung, einen Wahlsieger in Russland treffen zu können, der überwältigend die Wahl gewonnen hat. Das, was uns möglicherweise, wir haben ja nicht mehr viel sonst. Die deutsche Politik hat zusammen mit der westlichen Politik eine Menge zerstört, was die Russische Föderation anbetrifft. Wir haben nicht mehr als den Nuklearvertrag mit dem Iran, und darüber wird ja auch zu sprechen sein. Und da finde ich es bei aller Kritik gut, dass dieses Treffen zustande kommt. Denn aus dem, was da noch in Substanz da ist und was uns das Leben sichern wird oder den Krieg bringen kann, könnten weitere konstruktive Schritte entstehen. Da kommt es aber darauf an, dass die Bundeskanzlerin mal über ihren Schatten springt und ihre intensive Verbindung zur Washingtoner Kriegskoalition aus Demokraten und Republikanern der alten Art kappt.